Jo, meine Damen und Herren, wir sind wieder da, Ultimate Team, und wir sind, ja. Ich merke ja, dass ihr Ultimate Team viel mehr mögt als Manager-Modus und vor allem im FM13, und deswegen werde ich das jetzt hier ein bisschen ein bisschen Ultimate Team powern in den nächsten Tagen, wird jetzt mehr Ultimate Team mit dem Tauschen und so kommen als alles andere. Hier holen wir uns jetzt ein paar Fitnesskarten, wir haben ja in der letzten Episode viel mit dem Silberteam gespielt, das heißt, wir müssen jetzt unseres, ja. Goldteam, unseres Bundesliga-Goldteam ein bisschen aufstocken. Uns fehlen noch 3 Punkte, wir haben noch ein Spiel, das heißt, wir müssen gewinnen, um in die erste Liga zu kommen. Und wir kommen gegen das Team in Vertogen, Skrtel, ein Lennon, ein Adebayor, ein Moussa Dembele und der Nuri Sahin, ist ja auch ganz interessant, der ist ja zu Liverpool gewechselt, auf Leihbasis ist es, glaube ich. Aber wir haben auch gleich die erste Chance, Miroslav Klose, der mir ja bis jetzt, wie gesagt, noch gar nicht gefällt mit dem Schuss, der abgefälscht wird, aber eine Ecke rausholt. Und auch finde ich, dass Kloses Kopfball richtig schwach ist. Hier ist es zwar Subotic, den Ball gegen die Latte setzt und dann den Ball da irgendwie einfach nicht reinbekommt. Sehr viel Pech in der Situation. Aber wie gesagt, bin ich mit Klose im Moment gar nicht zufrieden. Ja, der kotzt mich einfach an. Und dann kommt auch gleich das Pace von Defoe zum Vorschein. Der Lupfer sieht erst ganz gut aus, aber geht dann knapp daneben. Pech für ihn, Glück für uns. Weiter geht's. Wir wollten natürlich weitermachen, aber die kommen erstmal überall. Sidi, den Marokkaner, ich glaube, der spielt bei Liverpool, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bringt die Flanke rein. Adebayor köpft. Adler sieht da nicht sehr gut aus, springt da sehr spät los, aber er kann ja auch nicht alles halten. Und eigentlich haben wir ja eine starke Kopfballinnenverteidigung mit Subotic und Papadopoulos. Die sollten das eigentlich klären können, schaffen sie aber nicht. Hier ist es jetzt Klose, der wieder mal mit einer schönen Drehung die Ecke hier rauskratzt, hat er sehr schön gelöst, der Miroslav. Aber die Flanke kommt dann wieder, den muss Klose reinmachen, das meine ich mit Kopfball. Der Klose würde den nie im Leben verpassen, das macht er 100% rein. Hier ist dann Farfan, der mal sehr schön das Auge hat und wird dann gemäht. Das ist ganz klar Elfmeter, super rausgespielt von dem guten Farfan, den ich sehr doll mag bis jetzt. Antreten wird aber Klose, 92 Elfmeter, ist sowas von krank. Und wir werden den einfach in die Mitte, Hermann, hätte der Torwart nie im Leben gekriegt. Mit einem Zentimeter Abstand unter die Latte. Perfekt, 55. Es steht dann auch schon 1 zu 1. Und wie gesagt, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Nur ein Sieg zählt, um in die erste Liga aufzusteigen. Und hier kann sich Klose den Ball erarbeiten, ist ganz frei durch und wird den natürlich sweaty machen auf Schürrle. Sweaty? Was ist denn da los? Der Ball wird abgewehrt, aber dann sehr schlecht geklärt in der 81. Und Klose hämmert den rein und wir gewinnen das Spiel mit 2 zu 1. Ein sehr enges Spiel zum Ende hin und wir steigen auf in die nächste Liga, in die erste Divisione. Und ja, ich glaube, hier tue ich jetzt auch gleich den Klose auf den Tauschstapel. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen rumtauschen, weil die Fitness bei vielen nicht passt. Die regeneriert sich ja relativ schnell, aber ja, man muss auch mal ab und zu durchwechseln, weil sonst sind die halt alle viel zu müde und Co. Aber dann entscheiden wir uns, eine Serie A-Team zu eröffnen. Das jetzt mal nicht vorgeschnellt, weil ich auch noch ein bisschen sagen will, wieso. Wir kommen jetzt in die erste Division, erste Liga sozusagen. Die ist der Hammer, die wird verdammt schwer und ich werde nicht verstehen. Ich werde nicht verstehen. Ich werde nicht glauben, dass wir mit einem Team wie ein Bully-Team halt, das wir haben, glaube ich, werden wir es nicht weit schaffen. Und deswegen brauchen wir jetzt ein Team mit sehr viel Pace in der ersten Division und das immer mit 90, über 90 Chemie auf jeden Fall, aber über 90 auch na, Fitness hat und damit wir einfach immer uns richtig schön pacen können. Die ersten zwei Spieler werden auch bald kaufen. Gespielt wird in einem 3-5-2. Das soll extrem overpowered sein und deswegen werde ich mir das jetzt mal angucken mit dem guten, also mit der guten Serie A und jetzt machen wir es auch gleich wieder schnell, um uns dann da ein paar Spieler rauszusuchen. Das machen wir jetzt. Zack, schnell und dann suchen wir uns erstmal in zentralen Defensiven, ist das, glaube ich. Zentraldefensiv will ich gerne Montolivo und De Rossi sehen. De Rossi ist ja relativ billig für eine Stärke von 86, das ist ja schon relativ hoch. Natürlich wollen wir den gleichen 3-5-2 ranholen. Gucken dann immer schön, ob die Fitnessverträge und alles passt. Ja, wie gesagt, ist der Rossi meiner Meinung nach relativ billig für eine Stärke von 86, hat auch sehr gute Werte, alle über 70, glaube ich, oder alle über 70, kann es jetzt nicht sehen, weil es immer so schnell rutscht. Ja, keine Ahnung. Ja, genau, alle über 70, sogar fast, nee, nur das Tempo ist nicht über 70. Ist mir aber egal, wir holen den hier für, glaube ich, 5.900 oder so. Und als Torwart haben wir den Marchetti und den Handanovic. Und dann entscheide ich mich am Ende für Marchetti, weil der Italiener ist. Und in der Serie A werden ja überwiegend Italiener dabei sein. Das heißt, wir wollen ja so viel Chemie wie möglich rausholen. Und holen uns die dann im 3-5-2
und packen den ins Tor. Und damit, ja, damit bleibt es auch erstmal. Wir tun Diego ins zentrale Mittelfeld für einen sehr müden Holpi. Ist zwar nicht seine Position und der verbindet sich nicht so gut mit Marin. Was heißt, der verbindet sich gar nicht mit Marin, weil der aus der Barclays Premier League ist, aber es ist mir egal. Der muss es halt jetzt reißen. Wir haben zwar nur 95 Chemie, aber der kommt mit einem sehr leckeren Team, muss ich sagen. Wellington, Pato vorne, links Neymar, Ronaldinho in Form, Hulk, Ramirez, Acevedo, Acevedo, wie ihr es sagen wollt. Und ganz klar, Rechtsverteidiger Fabio und in der Innenverteidigung Thiago Silva, der die Bestie, einer der wenigen, die wirklich sehr, sehr hohes Pace hat, sehr hohes Pace, und wir werden absolut zerstört. Ich wusste es, hab mir schon überlegt, ah, geh doch lieber nicht in so ein Spiel, jetzt vor allem so früh noch in der Saison, da werden wir gleich am Anfang eine Klatsche kriegen. Elfmeter, tja, eiskalt, und das ist die erste Liga, hier spielen die Besten in Ultimate Team, was heißt die Besten, aber es spielen, ja, die Stärksten in Ultimate Team in dieser Liga, und dann holen sie sich gleich danach nochmal einen Elfer raus in der 23. Wieder tritt Wellington an, dieses Mal springe ich nach links, Wellington macht es wieder rechts, und es steht 2:0 und das erst nicht mal nach 30 gespielten Minuten. Also sehr bitter für uns in der neuen Liga. Sind wir zum sehr schlechten Start, ja, verdammt, sag ich mal. Und die kommen weiter, die haben halt einfach ein viel stärkeres Team. Ich muss sagen, Pace ist alles. Es wird es sein in der ersten Liga. Wir müssen einfach Pace holen. Das ist alles, was wir brauchen, um es hier zu schaffen. Wir müssen einfach Spieler haben, die mit einem Durchschnitt über 90 Pace haben. In dem Mittelfeld kann es ein bisschen weniger sein. Rechts und links und im Sturm müssen dann einfach die krassen Pace-Monster sein. Halt so wie ein Schürrle, den wir jetzt sehen. Mit was, wie, weiß ich nicht, wie viel Pace Schürrle hat. 93 oder so. Macht das hier sehr stark. Und na klar, wird dann da hinten das Abseits aufgehoben durch Silva, der da mitläuft. Und dann macht Klose den sicher rein in der 45. Minute. Zu so ein bisschen einem Trosttor. Und wieso das jetzt hier nochmal drin ist. Ah ne, genau, das ist, weil die Zähne jetzt gleich hier daraufhin sehr hart ist. Ihr seht das nochmal. Pace ist alles. Der rennt hier einfach komplett durch. Natürlich auch hammerschlechte Verteidigung. Aber mit Pace kannst du einfach alles gewinnen. Das ist so krass, wie overpowered die Scheiße ist in Ultimate Team. Ich war eher der Typ, der in Ultimate Team nicht auf Pace gesetzt hat, sondern auf generell gute Stats, guten Schuss, guten Pass und Co. Aber jetzt, und ich war eher der auch, der im Karrieremodus dann Pace wollte, weil es mit tieferen Teams, wenn man gegen tiefere Teams spielt, wie mit Fleetwood Town und man dann schnelle Leute hat, ist es sehr leicht durchzukommen. Aber genug vom Manager-Modus. Ja, ich packe mich da unglücklich mit Subotic. Hier mal ein kleiner, schöner Skillrun von Sydney Sam, den ich ja drin hatte in der Startaufstellung. In der 61. macht er ein bisschen Skills und ist dann durch. 5:2. Steht es dann schon auch, und aber wir brauchen, wie gesagt, einfach Pace. Und das werden wir uns dann durch Tauschen arbeiten. Sehr schön hier rausgespielt. Die Flanke ist gut und dann ist Ramirez mit dem Kopfball da. Und er wuchtet das Ding an René Adler vorbei, der mal eine richtige Klatsche hinten abkriegt. Völlig gegen die Laufrichtung. Eiskalt abgebrüht wie ein Stürmer. Der zentraldefensive Mittelfeldspieler Ramirez. Und ja, Subotic sieht hier gelb, kann man ja auch nochmal hier sehen. Neymar hat einfach verdammt schnell, da kann man auch rot sehen, grätscht da mit beiden Meinen voran rein. Aber es bleibt auch bei diesem 6:2. Ja, wie gesagt, kriegen wir eine Klatsche zum Anfang der Saison in der ersten Division oder Liga oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Und das ist natürlich bitter. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, wir werden jetzt nur noch tauschen, bis wir wirklich ein Team haben, das Erstliga konkurrenzfähig ist. Josef Klose hat mich auf jeder Strecke enttäuscht. Packen wir sofort auf den Taufstapel. Ja, ihr habt ja schon gesehen, dass der sich verkauft, weil ich das ja schon in der Road to in einem Trading-Teil gesagt habe. Der verkauft sich für 25.000, ist es, glaube ich. Also relativ lecker. Wir haben den ja für 22.000 gekauft, also ist da sogar Profit drin. Marien nehmen wir ganz raus, tun da den erstmal den Zimmermann hin. Oder nee, den Holtby, ja, weil der hat ja wieder jetzt Fitness, der war ja davor total kaputt. Und so sieht dann das Team aus. Aber wir werden, na klar, wie gesagt, jetzt wieder mit dem Serie A-Team arbeiten. Ihr habt mir schon, unter dem letzten Tauschtipps hat mir schon jemand, ich glaube, es war Max Gaming TV, hat mir da ein paar Empfehlungen gegeben. Zum Beispiel eine Vidal. Wir haben ja schon jetzt einen De Rossi und diesen Marcialia oder wie der heißt, dieser Torwart von Lazio. Und werden mal sehen, wie das alles läuft. Tauschen gibt es jetzt auch gleich weiter, kommt noch eine Episode, hoffe ich, glaube ich, dass ich die noch raushauen kann. Da sind ein paar sehr gute Deals dabei, die ich euch zeigen will. Jo, das war's dann aber auch erstmal. Wir tun hier den Klose rein jetzt nochmal, könnt ihr nochmal schnell sehen. Wir haben 22.500 geschnappt und tun den dann auch gleich
rein, der ist ja in einer guten Formation, 4-5-1, ist ja relativ beliebt da draußen mittlerweile. Und packen den für läppische 19.000, 25.000 Sofortkaufpreis. Und der verkauft den auch für die 25.000. Okay, wir sehen uns nächstes Mal. Ich laber so viel. Tschö.